Nun gut, wie dem auch sei. Es geht hier nicht darum, dass Lina öfters zu spät zur Schule kommt, Frau Klein. Nicht? Nein. Es geht darum, dass sie meist gar nicht kommt. Und wenn sie kommt, dann schläft sie während des Unterrichts. Und wissen Sie, womit sie ihr Schlafdefizit entschuldigt? Nein. Mit ihren späten Arbeitszeiten. Sie erzählt ihren Schulkameraden, sie arbeite in einem Restaurant als Küchenhilfe, um sich Kost und Logis zu verdienen. Bei Ihnen, Frau Klein. Was hast du denn nur immer die ganze Zeit gemacht? Nichts, ich bin rumgelaufen. Du musst zur Schule gehen, das ist nun mal. Ich will aber nicht. Und warum nicht? Warum nicht? Ins Lido kann ich dich jedenfalls nicht mehr mitnehmen. Was? Wieso denn nicht? Eine Restaurantküche ist kein Platz für ein Kind. Und wenn ich verspreche, jeden Tag zur Schule zu gehen? Auch dann nicht. Es geht einfach nicht. Wieso denn nicht? Mein Gott, Lina, du bist doch erst 8. Na und? Du gehörst in die Schule und um 8 ins Bett und du kannst nicht jeden Abend... Du bist gemein. Ich? Gemein? Ist es vielleicht meine Schuld, dass du in der Schule Geschichten erzählst? Dann gehe ich eben gar nicht mehr zur Schule. Von mir aus, dann lässt du es eben. Wenn du unbedingt in der Pflegefamilie landen willst, bitte, genau da wirst du nämlich landen, wenn du so weitermachst. Und das ist dann ganz sicher nicht meine Schuld. Du willst mich ja sowieso nicht haben. Lina, wer ist da? Wenn dein Papa kommt, dann kann ich endlich weg von dir.